planst deine nächste Backpack-Reise oder sogar Weltreise und fragst dich, was du wirklich brauchst? Wir sind jetzt seit 15 Monaten Backpack auf der ganzen Welt unterwegs und in diesem Video zeigen wir dir, was auf keinen Fall fehlen darf. Eine Info vorab, alles was hier liegt, haben wir uns selbst gekauft. Wir haben mit keiner der Firmen eine Kooperation oder dergleichen. Nichtsdestotrotz, aus rechtlichen Gründen müssen wir hier oben irgendwo Werbung reinschreiben, nur dass ihr Bescheid wisst. Eine Frage, die wir uns am Anfang auch gestellt haben, wirklich ja. Leute, wir saßen auch zu Hause, haben so ein Video geguckt und haben uns gefragt, wie schafft man das, aus einer Wohnung auszuziehen und nur noch aus einem Rucksack zu leben? Was nimmt man damit? Wir zeigen euch in diesem Video, welche Rucksäcke wir benutzen, was wir an Klamotten dabei haben, Reiseapotheke, unsere Hygieneartikel und ganz am Ende des Videos die wichtigsten Gadgets für uns, die wir auf dieser Reise wirklich nicht missen wollen. Also das Wichtigste, was ihr braucht, ist euer Rucksack. Sehr logisch. Wir haben Rucksäcke von Deuter. Ich glaube, das ist so ein Allmann-Ding irgendwie. Also ich habe 50 plus 10, weil ich muss noch ganz viele Sachen von dir mitschleppen. Und du hast 45 plus 10. Beim Rucksack, Leute, spart nicht, weil ihr benutzt den jeden Tag. Ich meine, es ist logisch, eine Backpack-Reise. Teilweise bei 35 Grad in der prallen Mittagssonne tragt ihr einen Rucksack mit 20, 25 Kilo hinten drauf. Das geht schon ordentlich in den Rücken und da dürft ihr nicht sparen. Was auch Sinn macht, macht ein Probetragen. Leiht euch den Rucksack irgendwo aus oder fahrt in einen Outdoor-Laden. Probiert den Rucksack einmal an, guckt mal, wie der sitzt. Haben wir auch gemacht. Also wenn das Ding pickepacke voll ist, dein Rucksack wiegt so um die 16 Kilo, meiner so um die 17 Kilo, aber wir haben noch andere Rucksäcke, wo unsere ganzen schweren Techniksachen drin sind. Also richtig geil an dem Rucksack. Also wir haben beide das gleiche Modell. Und das richtig Gute ist, dein Rücken sitzt quasi hier hinten dran und dadurch hat man hier hinten Luft. Also das war für uns so, dass das hier einfach ein Riesenvorteil ist. Man schwitzt dadurch nicht so stark. Das Ganze ist auch super strukturiert, der ganze Rucksack ist vom Vorteil. Und wenn man sich wirklich einen guten Rucksack holt, Leute, der Support hier an der Hüfte ist überragend, weil ein Großteil des Gewichts sollte auf der Hüfte sein, um den Rücken zu entlasten. Ja. Ansonsten bekommt ihr nach sehr kurzer Zeit schon echt Probleme. Also das geht schon echt auf Rücken. Also spart da nicht, holt euch was Gescheites. Deuter ist halt so made in Germany, ne? Deutsche, alte, gute Qualität. Können wir echt nur empfehlen. Was auch super praktisch ist, was ich auch jedem empfehlen würde, man packt den Rucksack meistens von oben, so machen wir es. Aber wenn ihr jetzt unterwegs seid und die wollen den kontrollieren am Flughafen oder so, dann ist das echt praktisch, wenn man hier so ein Fach vorne hat. Da kann man vorne so aufmachen, die können das kontrollieren. Oder ihr braucht gerade einen frischen Socken, weil der jetzt hier so rumfliegt. Also es ist auch praktisch, wenn ihr von vorne und von oben rein könnt. Dann könnt ihr immer alles so in dem Moment packen, wie ihr es gerade braucht. Unsere Rucksäcke sind relativ groß, aber da ist auch alles bei uns drin. Also wir haben unsere Wintersachen, wenn wir irgendwo in den Bergen sind, als auch unsere Sommersachen, quasi fürs ganze Jahr Klamotten und Equipment dabei. Für euch, wenn ihr eine Reise nur durch Südostasien zum Beispiel vorhabt und auch eine etwas kürzere Zeit, dann lohnt es sich vielleicht auch, einen kleineren Rucksack zu nehmen. Weil so ein großer Rucksack, den muss man immer aufgeben und das ist sehr kostenintensiv. Wenn man einen kleineren Rucksack hat, der auch als Handgepäck durchgeht, spart man jede Menge Geld. Also das sind unsere, oder mein Tagesrucksack. Reggie hat extra einen für die Technik. Bei mir ist es ein richtiger Fotokamera-Rucksack. Und das hier ist halt einfach ein Tagesrucksack für einen Ausflug. Ja, wichtig ist auch, dass er vielleicht nicht so viel wiegt, also der ist ziemlich leicht, am besten irgendwie was auch so ein bisschen wasserabweisend ist. Man kann den auch so ein bisschen einklappen, klein machen, sowas ist perfekt. Also die Rucksäcke, die packen wir immer. Mit der Zeit gliedert sich so ein System ein und wir packen alles im Packbeutel, darauf kommen wir aber gleich zu sprechen. Eins schon mal vorab, fast alles, was ihr hier seht und fast alles, was wir täglich auf unserer Reise gebrauchen, findet ihr unten in der Videobeschreibung in Form eines Amazon-Links. Noch eine Tasche, die auf unserer Reise bis jetzt sehr, sehr wertvoll war, ist diese Dokumententasche. Bei einem Flug, bei einer Busreise, auch aus Sicherheitsgründen ist so ein Ding Gold wert. Kann sich das umhängen, unterm T-Shirt tragen, am Hemd tragen. Man hat alle seine wichtigen Dokumente immer beisammen, auch bei Visa-Geschichten, bei der Einreise und so. Macht so etwas wirklich Sinn? Achtet darauf, dass ihr so einen RFID-Blocker habt. Das heißt, dass wenn zum Beispiel eine Kreditkarte hier drin ist, dass die nicht ausgelesen werden kann. Also bis jetzt hiermit Tipptopp-Erfahrung findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar die wichtigen Dokumente, die man dabei haben muss. Als allererstes natürlich der Reisepass, ganz wichtig. Und wir haben auch immer noch unseren normalen Ausweis dabei, wenn man den Reisepass mal irgendwie abgeben muss oder man hat den mal verloren, kann man sich halt trotzdem damit immer noch ausweisen. Ihr könnt damit außerhalb von Europa fast nirgendwo reisen, aber sich unterwegs ausweisen zu können, ist immer von Vorteil. Und wenn wir dann zum Beispiel mit dem Roller oder auf einer Tour unterwegs sind, haben wir auch immer den Ausweis dabei und können so den Reisepass in Sicherheit irgendwo zu Hause oder in der Unterkunft lassen. Zu Hause, wir haben ja keins mehr. Ansonsten haben wir noch unsere internationalen Führerscheine dabei. Auch ganz wichtig, die konnte man sich einfach so beantragen lassen, damit man in jedem Land auch Roller fahren darf oder Auto fahren darf. Die bekommt ihr einfach so bei euch in der Gemeinde. Die werden relativ schnell ausgestellt. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt Partnerschaften mit verschiedenen Ländern. Und das wird auch tatsächlich oft kontrolliert, wenn man mit dem Roller, zum Beispiel so wie hier in Indonesien unterwegs ist, halten die Polizisten einen gerne an. Und wenn man diesen Führerschein nicht hat, bekommt man oft eine saftige Strafe. Die Dinger immer dabei. Genau, und die kosten auch echt nicht viel. Ich glaube, das waren so
10, 15 Euro. Ansonsten braucht ihr Kreditkarten und wir haben sogar 4 davon. Ja. Jeder von uns hat eine Karte von DKB und eine Karte von Barclays. Links dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Die funktionieren beide wirklich gut. Der Vorteil bei DKB ist, wir haben dann auch noch ein Online-Konto. Da können wir auch so IBAN und so solche Geschichten haben wir dann alles. Wobei ich dazu sagen muss, beide Visa-Karten funktionieren echt gut. Aber die Barclay-Karte, die macht gar keine Faxen. Also die konnten wir bis jetzt überall nutzen. Ich glaube auch, weil die DKB-Karte ist eine Debitkarte. Das heißt, ihr müsst die quasi aufladen. Richtig gut für Kostenkontrolle. Aber wenn die Kohle dann mal knapp wird, ist so eine Kreditkarte, die man überziehen kann, auch vom Vorteil. Und warum 4 Kreditkarten? Uns ist zum Beispiel schon mal passiert, dass gesperrt wurde. Genau. Weil in Kolumbien wollten die uns scammen an einem Geldautomaten. Deswegen haben wir direkt 4 dabei, weil wenn eine mal nicht funktioniert, dann verloren die andere geht. Verloren. Genau. Gesperrt, wie auch immer. Oder wenn man auf der einen Pleite ist, kann man die andere noch komplett ausnutzen. Oder nein, Spaß beiseite auch. Dann habt ihr immer eine in der Unterkunft in Sicherheit und eine andere, mit der ihr unterwegs seid. Sichert euch ab. Kann dir das nur empfehlen, 2 Kreditkarten pro Person dabei zu haben. Macht sehr viel Sinn. Seit neuestem muss man ja auch immer seine Impfung nachweisen. Deswegen haben wir auch immer unseren Impfpass dabei. Also gelbe Heftchen und auch in digitaler Form auf dem Handy. Normalerweise fragen die nur das auf dem Handy nach. Genau, den QR-Code. Und das reicht dann auch. Aber zur Sicherheit haben wir das gelbe Heftchen auch dabei. So, kommen wir jetzt zum wichtigen Teil. Und zwar geht es jetzt um die Klamotten, die wir dabei haben. Eine sehr häufig gestellte Frage. Wie wir schon gesagt haben, packen wir alles im Packbeutel. Das ist irgendwie super sparsam und man weiß genau, wo alles ist. Leute, willkommen im Reisealltag. So sieht es aus, wenn man eine Bude verlassen muss. Man ist immer nur 3-4 Tage da und dann geht's weiter. Wir haben heute einen Nachtbus. Warum diese Packbeutel so extrem gut sind, wollen wir euch jetzt mal kurz zeigen. Weil normalerweise herrscht hier so ein Chaos. Also ihr seht schon, ich habe hier ordentlich Klamotten drin. Du hast immer zu viel. Ich habe immer zu viel. Aber man kann das hier so richtig gut stopfen. Und dann hat man alles kompakt beieinander. Man muss nicht immer alles auspacken, sondern kann sich einfach den Packbeutel aus dem Rucksack rausnehmen, den man gerade braucht. Ich habe zum Beispiel einen Packbeutel mit Unterwäsche, mit Socken und... Ja, also ich habe zum Beispiel 3 Packbeutel. Ich habe einen Packbeutel mit Unterwäsche und Socken, einen mit Hosen inklusive Badehosen und einen mit Oberteile. Ja, bei mir ist das ähnlich, aber du hast 3 und ich habe 4. Also ich habe einen mit Unterwäsche und Socken, dann habe ich einen mit Oberteilen und Bikinis, dann gibt es noch 2, die variieren. Also da sind auch Kleider drin, Jumpsuits und ja, alles, was man halt anzieht. Und man braucht unterwegs jetzt auch nicht so viel Klamotten. Also ich brauche so relativ viele T-Shirts, weil es ist warm und ich schwitze. Ich habe so 10 T-Shirts dabei und 2, 3 Hemden, 2 kurze Hosen, 2 Badehosen, die ich auch im Alltag anziehe und 2 lange Hosen gehabt. Bin eigentlich überall damit super klargekommen. Also eigentlich reichen 2 Bikinis, aber ich habe ein paar mehr dabei. 4 bis 8 T-Shirts und Tops so als Richtwert. So 10 bis 15 Unterhosen, 5 Paar Socken und ansonsten, so wie Reggie, 2 lange Hosen. Eine habe ich zum Beispiel immer, die ziehe ich dann im Flieger an. Also so eine Jogging-Chill-Hose. Und eine lange Hose, die man halt auch mal anziehen kann, wenn es ein bisschen kälter ist. Lange Sachen braucht man öfter, als man denkt. Zieht eine lange Unterhose an. Hier bläst der Wind und es ist schweinekalt. Sogar wenn die Sonne kommt, ist es kalt. Whoa. Also auch in tropischen Ländern, wenn man eine lange Busfahrt hat, knallen die Klimaanlagen immer so volle Kanne. Also da gehen wir quasi mit Wintermontur rein. Genau, jeder von uns hat 2 Pullover dabei und alles andere muss man, finde ich, auch so ein bisschen gucken. Und macht euch keine Sorgen, ihr könnt Klamotten überall waschen lassen und das kostet echt nicht die Welt. In Indonesien sind es 50 Cent pro Kilo und du kriegst die mit einem super Geruch perfekt gebügelt und gefalten zurück. Und austauschen. Shoppen. Genau. Also dafür auch die Kreditkarten. Shoppen. Ansonsten haben wir noch so ein Tuch dabei. Das ist halt auch irgendwie mega praktisch. Man kann das mit zum Strand nehmen, man kann sich da drauflegen. Ich kann mir das zum Beispiel in einem Tempel oder so umbinden als Sarong. Man kann sich das über die Schultern legen. Ja, also sowas ist auch super, super praktisch. Und eigentlich nutze ich das die meiste Zeit als Rock. Ja. So zum normalen Chill. Für die kalten Regionen haben wir noch eine Mütze dabei. Und für die warmen Regionen haben wir noch einen Sonnenhut dabei. Wo ist der? Keine Ahnung. Also eine Kopfbedeckung, auch immer gut. Ja, sonst kriegt man Sonnenstich und so und das ist echt uncool. Jackpot ist auch eine geile, kompakte Winter-Downjacke. Genau, das ist jetzt meine. Wir haben die Jacken von Patagonia. Ja, also solche Sachen findet ihr immer in so Outdoor-Action-Wander-Adventure-Läden. Genau, das ist so eine ultra-kompakte Jacke und die ist super klein und super leicht. Also die wiegt wirklich gar nichts. Ich kann euch die jetzt mal hier zeigen. Zum Beispiel so ein Land, Peru, es ist einfach kalt, weil du bist einfach sehr hoch. Die ist auch super winddicht, die hält warm. Also die sieht jetzt echt nicht dick aus, aber die hält richtig, richtig warm. Eine richtig gute Investition. Ihr habt sowieso schon nicht viel und bei den Sachen, die ihr habt, Leute, spart nicht, ihr braucht das jeden Tag.
Ansonsten hat jeder von uns ein paar Schlappen dabei. Das ist meine dritte Garnitur an Schlappen, weil man trägt echt viel Schlappen. Ich habe Birkenstock dabei und noch zusätzlich ein paar Sandalen, was ich aber eigentlich nie trage. Also zu 98% haben wir immer Birkenstock oder halt Badelatschen an. Original gefälschte Nikes aus Sri Lanka, 3,50 €. Ansonsten reisen wir mit Turnschuhen, also Rentier-Turnschuhe. Ich reise mit Vans. Ich hatte auch mal richtige Wanderschuhe, aber die habe ich nie angezogen, nie genutzt, deswegen super lästig einfach. Sucht euch Schuhe aus, also ich habe mir zumindest solche Schuhe ausgesucht, das sind so Sportschuhe, aber auch so ein bisschen Outdoor-Schuhe, die sind jetzt schon echt abgelatscht und die kann man quasi zu allem tragen. Leute, und wenn ihr dann wirklich irgendeinen Vulkan oder einen Berg besteigt, dann kann man sich auch überall immer Wanderschuhe kaufen, also die gibt es auf der ganzen Welt. Überall, wo es Action gibt, gibt es auch Actionläden. Überall, wo es was zum Schnorcheln gibt, gibt es auch Schnorchelsets. Mhm. Ihr müsst nicht alle für jede Bedingung dabei haben. Unterwegs auf der Welt haben die Leute genau die gleichen Bedürfnisse wie wir zu Hause. Man bekommt fast alles auch unterwegs. Kommen wir zu deinem Fachgebiet. Wir kommen jetzt zum Thema Kosmetik. Da starten wir einfach mal mit unserem Kulturbeutel, den wir euch sehr empfehlen können. Der ist von Seed to Summit. Super leicht, auch in der Videobeschreibung. Und genau, findet ihr unten praktisch in der Beschreibung. Also Retti und ich teilen uns einen Kulturbeutel. Und ganz wichtig ist, dass man den auch aufhängen kann, vor allem im Bastel oder so. Dann kann man den einfach irgendwo an die Tür hängen. Das ist super praktisch. Ja, was haben wir da so drin? Also hier oben ist so Krimskrams drin, wie zum Beispiel Zopfgummis und sowas. Bodylotion haben wir dabei. Das hier ist zum Haare entwirren, wenn man im Meer war. Ganz normal Zahnbürste und Zahnpasta. Zahnseide, Deo, Rasier. Wir hatten tatsächlich mal aus Deutschland diese Duschbrocken dabei. Da haben wir die hier immer in diese Säckchen getan. Die sind mittlerweile aufgebraucht und deswegen kaufen wir uns unterwegs jetzt halt immer Shampoo in Flaschen. Aber die gibt es halt wirklich nicht überall zu kaufen. Abschminkpad, was man wiederverwenden kann. Nagelknipser-Set. Oropax sind auch super wichtig. Also die brauchen wir eigentlich immer. Wenn eine Klimaanlage läuft und die ist ein bisschen laut, Jackpot. Wenn ihr eine Unterkunft habt, wo gerade gefeiert wird, Jackpot. Wenn ihr einfach in einem Hostel seid, wo wirklich viel los ist oder in einem Dorm seid, Oropax, Leute unterwegs, Gold wert. Ich sag's euch, Schlaf ist wichtig, Oropax noch wichtiger. Halt Ohrenstäbchen. Was auch noch in den Kulturbeutel gehört, ist unser Tangle-Teaser. Den teilen wir uns und der ist auch mega, mega gut. Liegt voll geil in der Hand, macht voll Spaß, deine Haare so damit Dings zu machen. Zu kämmen und so. Ansonsten habe ich hier noch so ein kleines Täschchen. Da sind jetzt halt nur Sachen von mir drin. Kann ich euch mal zeigen, wie zum Beispiel für die Ladies Micellenwasser, eine Tagescreme mit Sonnenschutzfaktor, noch Concealer, für die Augenbrauen was und ich habe Wimperntusche dabei. Dann haben wir hier noch so eine Wund- und Heilsalbe. Braucht man auch öfter als gedacht, ne? Labello, wo man seine Sachen mit durchwaschen kann, wenn es mal schnell gehen muss. Sonnenschutzcreme gibt es auch überall, aber weil das die Einheimischen in den meisten Ländern kaum nutzen, ist das extrem teuer. Ich würde aus Deutschland echt einen Vorrat mitnehmen. Also am Anfang braucht man echt 50er, weil gerade so in den Tropen oder in der Nähe des Äquators ballert die Sonne sogar. An wolkigen, schattigen Tagen haben wir uns schon verbrannt. Ja, Thema Mücken oder Moskitos. Also wir haben halt immer so ein tropisches Moskitospray dabei. Das gibt es halt auch überall zu kaufen, auch vor Ort. Wenn man dann mal gestochen wird, so ein Akut-Gel. Warte, wo ist unser Bite-Away? Also was auch Gold wert ist, das haben wir zum Beispiel in Kolumbien sehr viel genutzt. Junge, da waren die heftigsten Mücken ever. Bite-Away, das ist so ein elektrischer Dingsterbumster, also nach dem Mückenstich. Da ist vorne so eine Keramikplatte, man hält das auf den Mückenstich drauf, drückt ein Knöpfchen. Das brennt kurz so ein bisschen, aber dann ist der Juckreiz wirklich weg. Echt geil, das Ding. Oh, läuft sogar noch. So, jetzt kommen wir noch zu unserer Reiseapotheke. Haben eigentlich gar nicht so viel dabei, wie man denken würde. Weil das meiste, wenn man dann vor Ort krank ist, kauft man sich dann vor Ort in der Apotheke. Apotheken gibt es überall, Leute. Die Menschen werden auch im Ausland krank. Solche Sachen wie Kohletabletten, Sodbrenntabletten. Akute Sachen. Genau, Kopfschmerztabletten. Was gegen Grippe oder was gegen, wenn man was mit dem Magen hat, was Falsches gegessen hat oder so. Das passiert echt häufig, also da genug mitnehmen, ne? Was wir noch dabei haben, ist zum Beispiel sowas wie Voltaren, wenn man sich irgendwie mal was verrenkt hat. Wir haben Blasenpflaster und normale Pflaster dabei. Desinfektionsmittel, wenn man... Das braucht man echt oft. Wenn man mal eine Wunde hat. Fieberthermometer haben wir noch dabei. Eine Pinzette haben wir auch noch dabei, wenn man, sag ich mal irgendwas in der Wunde oder so hat, dass man das auch säubern kann. Ja. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man dabei haben sollte. Und deswegen nimmt nicht zu viel mit, ihr müsst das alles nur mitschleppen. Reiseübelkeit noch, haben wir vergessen.
vergessen. Solche Sachen in den Tagesrucksack. Also ja, und auch wenn einem schlecht wird beim Busfahren, das habe ich zum Beispiel oft. Die auch immer griffbereit haben, weil das braucht man dann doch tatsächlich ziemlich oft. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Gadgets, die wir unterwegs wirklich oft gebrauchen, wo wir am Anfang nicht gedacht hätten, dass die Sachen wichtig sind. Also eins unserer wichtigsten Reisegadgets ist unser Taschenmesser, was wir eigentlich jeden Tag in Gebrauch haben. In den Unterkünften, wo wir selber kochen, sind meistens richtig stumpfe Messer und da ist es echt immer perfekt. Vor allem auch, wenn man unterwegs ist, kann man zwischendurch mal eine Mango oder so schneiden. Das Ding ist einfach Gold wert in jedem Zusammenhang. Ach ja, eine Sache noch dazu. Nicht im Handgepäck mitnehmen, ne? Immer im Aufgabegepäck mitnehmen, weil im Handgepäck darf man so ein Messer nicht dabei haben. Was wir auch sehr oft genutzt haben, ist die Stirnlampe. Das Ding war auch echt nicht teuer, auch bei Amazon. Die Dinger haben richtig Power, also so ein Handylicht kommt da nicht mal ansatzweise mit. Und bei einem Handylicht müsst ihr das immer in der Hand halten. Ja, Camping. Wenn man morgens zum Sonnenaufgang, zum Beispiel in Sri Lanka, sind wir den Little Adams Peak hochgelaufen, da brauchten wir die. Auf den Malediven waren wir zum Beispiel an einem Strandabschnitt, wo wir ganz alleine waren. Da war es auch nicht beleuchtet. Und abends beim Zurücklaufen war so ein Ding schon Gold wert. Weil da waren echt viele Crapsies, Alter. Bah. Und auch in einem Hostel, wenn man nachts aufsteht, ist das super praktisch, wenn man dann seine Sachen packen kann, ohne die anderen Leute großartig zu stören. Weiter geht's mit unseren Mikrofaserhandtüchern, die auch mega der Gamechanger sind. Die sind super leicht und man kann die richtig, richtig klein komprimieren und zusammenrollen. Oft hat man in der Unterkunft Handtücher, aber wenn man vielleicht auch mal ein Handtuch mit zum Strand nehmen will, trocknen schnell. Die nehmen einfach nicht viel Platz weg und manchmal möchte man auch einfach sein eigenes Handtuch benutzen. Oder man geht nicht zum Pool, sondern zu einem Wasserfall oder so. Genau. Da bietet dir auch keiner ein Handtuch an. Und so ein Riesenhandtuch, ein Tagesrucksack nimmt sehr viel Platz weg. Da sind die Deswegen Dinger echt. Deswegen sind die echt super. Und wenn wir schon über das Thema reden, in der Unterkunft duschen oder jetzt zum Beispiel auch schlafen, haben wir diese Seidenschlafsäcke dabei, die auch richtig, richtig cool sind. Also wenn ein Bett mal nicht so sauber sein sollte oder man sich da nicht wohlfühlt, dann kann man in diesem Schlafsack hier schlafen. Und ich habe das schon echt oft gemacht. Ja, du hast ein bisschen sehr oft genutzt. Also die sind halt auch super klein und leicht. Und ja, da kann man dann halt einfach drin schlafen. Das ist wie so ein normaler Schlafsack, nur so ein ganz dünner Stoff. Und ja, die sind dann halt frisch gewaschen und man fühlt sich irgendwie so direkt wie zu Hause. Man hat so ein Stück zu Hause irgendwie immer dabei. Also wenn wir bei dem Thema sind, ein Stück zu Hause dabei, ihr haltet uns jetzt wahrscheinlich für verrückt und bekloppt. Ich habe es am Anfang auch gedacht, aber im Nachgang muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass ich das jeden Tag mit mir rumschleppe. Und zwar, also das ist normalerweise woanders drin, hat jeder von uns ein Kissen von zu Hause mitgenommen. Was das Thema Kissen angeht, bin ich zum Beispiel sehr empfindlich, die sind meistens zu hoch oder zu flach. Ja. So ein kleines Kissen von zu Hause ist einfach ein Stück Heimat, hast du immer dabei und du fühlst dich direkt pudelwohl. Und ansonsten haben wir auch noch so ein auflassbares Nackenkissen dabei. Ja, das kann man halt auch ganz klein machen. Dann ganz wichtiges Gadget, was wir wirklich jeden Tag ausnahmslos nutzen. Ja, sind unsere Trinkflaschen. Die sind echt gut, die hast du richtig gut ausgesucht. Wir haben darauf geachtet, dass es eine 1-Liter Flasche ist, weil ich bin sowieso immer so ein Trinkmuffel und dann kann ich mich halt auch immer so ein bisschen kontrollieren. Das Wasser bleibt da drin richtig kalt und die sind super für unterwegs. Ihr spart jede Menge Plastik unterwegs, also in vielen Unterkünften wird Wasser angeboten. Das ist auch so eine Art Thermoskanne, man kann da warme und kalte Getränke reintun. Das Ding isoliert super. Ja, die ganzen Reisegadgets findet ihr auch hier unten in unserer Videobeschreibung, also schaut da auch mal vorbei. Ganz wichtiges Gadget, was wir auch beide sehr viel nutzen, ist, weil auf so einer langen Reise sitzt man halt sehr viel in der Fähre, im Zug, im Bus, in irgendeinem Auto. Noise Cancelling Kopfhörer können wirklich, wirklich ein riesen Ding sein, wenn man unterwegs ist. Wir laden dann immer Filme runter auf dem Handy, damit die Zeit einfach schnell vergeht. Ich kann zum Beispiel nicht lesen im Bus, dann wird mir schlecht. Ich habe dafür dann halt so kleine In-Ear-Kopfhörer, die reichen halt auch völlig aus. Und die sind auch richtig also cool. Noise Cancelling Kopfhörer würde ich auf jeden Fall mitnehmen, weil ihr seid halt super viel unterwegs. Für die gute Laune, wichtig, Musikbox. Ja. Also wir haben die Bose, ich weiß nicht, wie die heißt, Mikro Soundlink oder so. Wir haben uns halt extra so eine kleine zugelegt und wenn man zum Beispiel mal unterwegs ist, man kann die so überall befestigen, ne? Das ist auch richtig cool. Das Ding hat echt einen guten Sound, ist wasserdicht, also du kannst das auch am Pool und so mitnehmen. Wir nutzen das meistens, wenn wir zum Beispiel in der Unterkunft gerade fertig sind, unsere Sachen packen, wenn wir am Kochen sind, wenn wir Abendessen machen oder wenn man einfach mit ein paar Leuten zusammen irgendwo am Strand sitzt, eine Box dabei zu haben, ist geil. Können wir echt nur empfehlen. Was wir auch jeden Tag nutzen, sind unsere Jutebeutel. Ja, also wir haben einmal so einen normalen Jutebeutel und wir haben halt auch einmal so ein Netz und wir sind halt, oder wir kochen halt super oft in der Unterkunft selber und
müssen dann natürlich auch einkaufen gehen, damit wir nicht immer eine Plastiktüte dazu bekommen, weil die geben die in Asien super gerne immer mit. Eigentlich auf der ganzen Welt wollen die einem immer eine Tüte verkaufen. Aber zum Thema Tüten, auch wenn ihr eine Tüte in die Hand gedrückt bekommt, Tüten sind Gold wert. Für schmutzige Wäsche, schmutzige Schuhe, Shampoo und solche Geschichten, alles immer in Tüten. Also wir haben immer 2, 3, 4 leere Tüten dabei, Plastiktüten, weil das kannst du immer gebrauchen. Wirklich ein Pro-Tipp, nehmt einfach ein paar Plastiktüten mit. Was wir auch jeden Tag benutzen, sind unsere geliebten Powerbanks. Ja, Mann. Die haben wir echt immer dabei, ob unterwegs oder auch in der Unterkunft, laden wir unser Handy damit. Weil der Stecker ist nicht immer direkt am Bett oder so, das ist nicht immer perfekt designt. Unterwegs und ihr wisst selber, Flugticket vorzeigen, Impfpass vorzeigen, alles macht man mit dem Handy und wenn da dein Akku leer ist, hast du echt die A-Karte, also eine Powerbank, auch eine große Powerbank, die dein Handy 4-5 Mal laden kann, ist einfach nur von Vorteil. Wenn wir schon bei dem Thema Energie sind, Gold wert. Das ist ein internationaler Stromadapter. Nicht nur, dass man damit jeden Stecker nutzen kann auf der ganzen Welt. Richtig gut daran ist auch, hier ist so eine Sicherung drin und die schützt deine Geräte. Also die Stromnetze sind nicht überall so gut wie bei uns in Deutschland. Wir haben jetzt zum Beispiel hier in Indonesien ist uns ein Laptop-Ladegerät flöten gegangen. Die Dinger kosten 50, 60 Euro. Mit einem Adapter benutzt, wäre das nicht passiert. Manchmal kommen Stromspitzen rein, so ein Ding fängt das ab. Man kann damit per USB seine Geräte laden. Genau, bei Elektronik ist dann auch noch die Kamera dabei. Damit machen wir halt unsere Instagram-Fotos, unsere Erinnerungsfotos und halten damit einfach alles fest. Also die Kamera, mit der wir gerade filmen, die verlinke ich auch unten und die Kamera auch und wir sind mit den beiden Kameras wirklich tipptopp zufrieden. Ja. Klein, kompakt und machen echt gute Bilder. Wobei man auch sagen muss, so ein Handyfoto heutzutage ist schon richtig, richtig gut. Also die Handys machen auch Bombenvideos und Bombenfotos. Also ist kein Muss. Ist kein Muss, ist einfach nur, wenn man da auch ein bisschen Spaß dran hat, Fotografie unterwegs zu machen. Wir hatten am Anfang der Reise von all dem gar keine Ahnung. Und für Unterwasseraufnahmen ist so eine GoPro halt auch richtig geil. Was haben wir hier noch? Wir haben eine Schlafmaske noch dabei, also auch für eine Busfahrt oder wenn es mal sehr hell ist irgendwo in einem Hostel oder in einem Hotelzimmer. Dann haben wir noch ein Uno-Spiel dabei an alle Kaffee-Fans. Ich trinke jeden Morgen Kaffee, schäume mir auch gerne Milch auf und deswegen habe ich mir diesen Milchschäumer mitgenommen. Den kann man halt auch so auseinanderbauen. Ist auch relativ klein. Hier oben verlinken wir euch unsere Playlist, wo ihr alles zum Thema Weltreise findet. Weltreiseplanung, Weltreisefinanzierung, alles in dieser Playlist hier. Danke fürs Zuschauen. Wer das Video bis zum Ende geguckt hat, muss jetzt wirklich abonnieren. Also wirklich. Bis im nächsten Video.